So, bauen. Feuer. Lagerfeuer. Flup. Flup. Stöckchen. Stock, 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 Stock. Ich habe kein Stöckchen mehr. Jetzt ist auch noch die Axt kaputt. Können wir gleich mal eine Obsidian-Axt machen. Herstellen. Oh, letzte Seil, Stock. Ist niemand Obsidian da? Flup. Meine Obsidian-Axt. Danke. So. Klar, jetzt habe ich nicht genug Stöcke. Stöcke, 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 Stöcke. Dieses Klapperschlangenfleisch, was hier die ganze Zeit rumliegt. Stöcke, 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 Stöcke. So, dürfte reichen. Steine. Oh, es sind so viele, es sind so viele. Hallo Devius, es sind so viele. Guck mal, da eine Schlange und da eine Schlange. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich langsam mal ausrotten hier. Lass die da liegen. Gucken, ob die irgendwann despawnen. Hat da jemand irgendwo einen großen Stein gesehen? Hinten waren manchmal noch welche. Das gibt's gar nicht. Richtig mies. Um die Ecke. Bitch. Hörst du den Regen? Bitch, 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 bitch. So ein kleiner. Ich brauche einen großen. Kleiner. Ich sag's euch, das liegt am Regen. Der Regen hat die immer freigespült. Und jetzt haben wir schon seit Monaten keinen Regen hier. Ist ja wie Hamburg. Januar 10. Oh, mein Speer ist unsichtbar. Der kennt echt bald jeden Blutegel per Namen hier. Hallo Till, Grüße. Lang nicht mehr gesehen. Ja, merkst du was? Finde den Fehler. Oh Mann, du Blöde. Ja. Der kann nicht werfen. Ich habe keine Ahnung warum, aber er kann nicht werfen. Ich muss schlafen. Ich wollte wenigstens noch einen Stein mitnehmen. Verdammt. Naja, aber das Gute ist, wenn man schläft, dann spawnt ja alles neu. Drückt mal die Daumen, dass da ein scheiß Stein spawnt. Ey, was ist denn hier los? Massensterben? Das sind lauter tote Vögel. Die sind jetzt bestimmt wieder weg, wa? Ne, sind noch da. Papageifleisch.
eine Sau in meiner Base. So, was will er denn hier eigentlich schon wieder? Was hat er denn? Durst. Ey, wir haben so Durst, ich krieg mein Trinken halt nicht hoch. Ist echt dürftig. Liegt das alles da unten? Egal. Alles nicht so einfach. Na, durch das Fieber hat er wahrscheinlich immer einen Durst, wa? Oh, scheiße, es verdirbt hier alles. Wie schnell ist das denn bitte schlecht? Eigentlich wäre es sinnvoll, die ganze Zeit zu schlafen, bis das Fieber weg ist. Und dann nochmal alles aufzufüllen. Muss nur aufpassen mit meiner Energie. Guck mal, es geht ja relativ schnell weg, das Fieber. Guck mal, ist fast weg. Es geht nur die Energie halt mega runter. Einmal noch. Weil wenn ich jedes Mal trinke, dann ist halt auch Kacke. So, jetzt ist das Fieber weg. Wir haben aber irgendwas an uns. Aber klar. Pestbeule hier. Flupp, mach's weg. Ich hab keinen normalen, doch, ich hab einen normalen Verband. So, und jetzt können wir nämlich in Ruhe unser Essen hochbringen. Jetzt hat es wahrscheinlich das ganze Essen schlecht, ne? Aber ich esse das jetzt trotzdem alles beides. So, jetzt noch Wasser. Geht vor allem beides gleich schnell. Ist auch krass. Kokosnüsse brauchen wir. Sagt eigentlich die Uhr hier im Spiel? Einmal schlafen tue ich noch, bis es hell ist. Bis es hell ist, weil dann... Was denn, Melli? Das geht aus, wenn es regnet. Wie oft er an diesem Arm Pestbeulen kriegt, ist auch krass. So. So, der Typi, der hat wahrscheinlich alles. Ja. Mal trinken ist gerade so das Hauptproblem, ein bisschen. Dann wieder ein Ekel. Ich wette, selbst wenn ich da keinen Köder reinlege, dass da trotzdem so eine Sau reinläuft. Ziemlich sicher. Nüsse. Wo ist die zweite? Es sind immer zwei. Da. Das ist schon mal sehr gut. Die können wir nämlich essen. Trinken. Sammeln. Ekel entfernen. Rucksack. Essen. Essen. Na, jetzt ist das schlecht. Schade. Essen. Essen. Ach was, das war schon schlecht, weil es da so lange hing wahrscheinlich. So. Der Typ trifft aber auch nicht.
Trinken. Sammeln. Machen wir nochmal. Oh, hier sind ja drei Stück. Nice. Trinken. Sammeln. Und da sind lauter Larven vor allem. Die habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Trinken. Sammeln. Larven nehmen wir alle mit. Eine Angel wäre in dem Spiel auch noch irgendwie ganz geil. Wenn es da auch schon so Larven und so gibt. Essen, 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 essen. Ja, guck mal, haben wir schon wieder gut hochgekriegt. Ich bräuchte noch ein paar Früchtchen. Ein paar Früchtchen. Du geiles Früchtchen. Oh, hier haben wir nochmal. Du denkst, wenn ich ein Feuer mache, dass es dann eher anfängt zu regnen. So, dass das Spiel dann denkt, so, das muss ich jetzt löschen. Ich meine, können wir probieren, aber... Guck mal, hier hängt schon wieder das nächste. Das ist so heftig. Sag ich doch, die rennen einfach so durch. Die blöden Viecher. So, jetzt haben wir das Fleisch. Da oben habe ich schon lange nicht geguckt nach dem Stein. Ja, ja, du mir auch, Kollege. Leguan steht halt noch auf unserem Speiseplan. Der Leguan am Speiseplan. Den lasse ich mir bald schmecken. Kein großer Stein da. So, was wollte ich jetzt machen? Achso, ein Feuer im Freien. Da machen wir nur so ein kleines. Kleines Feuer. Flupp. Stocker, Stocker. Einer fehlt noch. Stock, Stock, Stock. Da sind nur kleine. Stöcker. Wo ist der Stock? Stock, 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 Stock. Wie so ein Hund. Stock, 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 Stock. Stock, 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 Stock. Feuer machen. Ich habe Feuer gemacht. Trocken. Ich mache Feuer. So, dann können wir dann zur Not jetzt auch das Fleisch braten. Ey, pack das mal hin. Schön im Dreck. Auch schlecht. Ah. Mann, ich brauche so einen fucking großen Stein. Ist doch zum Kotzen. Ja, ich glaube auch, dass das ein bisschen buggy ist, dass das nicht regnet. Oder es soll im Januar so sein. Ich habe keine Ahnung, wie das da im Urwald ist. Ob das da im Januar seltener regnet. Aber wie soll ich denn da große Steine finden, wenn... Wisst schon. Hier kommt sie mir schon entgegengerollt. Immer nur kleine Steine. Was hat er denn nun schon wieder? Vielen Dank fürs Looten, Mensch. Wer war das denn? Oh, wo habe ich das denn her? Hallo? Jesse, vielen, vielen Dank fürs Looten! Weißt du, wer die Cents nicht ehrt, ist der Euro nicht wert. Wir sind auch nirgendwo. Guck mal, ich habe sogar noch
Nee, hab ich doch nicht. Ich dachte, ich habe noch Pflanzen im Inventar. So, herstellen. Ein Verband bitte. Schmeiß mal weg. So, untersuchen. Bein. Verband. Truff. Was ist dein Fazit bis jetzt vom Spiel? Es ist das beste und detaillierteste und schwerste Survival-Game, was ich bis jetzt gespielt habe. Hau ab. Es ist halt echt schwer. Also ich spiele es ja auf leicht. So ehrlich bin ich. Ich spiele es auf leicht. Weil auf normal bin ich ja noch... Der hat so viel Hunger auf normal. Das ist unnormal. Verstehst du? Normal, unnormal. Ah. Auf jeden Fall ist das unnormal. Wie viel Hunger der da hat. Wie schnell die Gesundheit runtergeht. So, ich brauche immer noch große Steine. Das ist halt echt nicht geil. Wo soll ich jetzt hier große Steine auftreiben? Könnt ihr mir das mal verraten? Wenn es nicht regnet. Es könnte natürlich echt sein, dass es im Januar weniger regnet. In den Tropen. Wer ist ein Google-Experte? Google mal einer, ob es im Januar in den Tropen weniger regnet. Das findet man doch bestimmt bei Google. Ne, ich find's richtig geil, das Spiel. Auch wenn ich gerade keine großen Steine finde. Es ist halt echt schön schwer und... Ich gibt's einfach auch keine großen Steine mehr. Es ist echt alle... leer. Nö. Tja. Nirgendwo vor allem. Ich habe aufs Normal gespielt. Nur konnte ich die Map gar nicht erkunden, weil ich ständig Hunger... Ja, sag ich doch. Du hast, wenn du auf Normal spielst, hast du so unnormal Hunger. Ist echt zu heavy, finde ich. Sollten die noch ein bisschen besser balancen. Du bist ja nur am Essen dann. Also nur am Essen beschaffen und essen. Du musst die ganze Zeit geräuchertes Essen machen, damit es länger hält. Ja, ich finde keine Steine, das heißt, ich kann mir kein großes Feuer machen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Denn hier rum? Speichern. Tja, Leute, wir haben eigentlich alles gesehen. Wir müssen einen Leguan müssen wir noch machen. Was ist momentan dein Lieblingsspiel? Passt doch. Der vollständige Titel ist doch Green Hell. Der Vegetarier-Simulator. Weißt du wieso? Du musst ja hier Fleisch essen eigentlich, weil Fleisch haut dir richtig das Essen hoch. Wenn dann der Anti-Vegetarier-Simulator. Also auf normal musst du die ganze Zeit irgendwelche Viecher töten und das essen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt, wie gesagt, gerne so ein Leguan. Ey, da hat noch jemand gelootet. Monster Hunter, ey. Monster Hunter hier, Monster Hunter da. Kilo, vielen Dank. Dankeschön fürs Looten. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt so ein... Ach, stimmt, mit Pilz, da kriege ich doch auch... Ah, ich muss Pilze essen. Wo kriege ich jetzt ein Leguan her? Leguan ist das Einzige, was mir noch auf meiner Speisekarte fehlt. Maus haben wir schon gegessen. Wildschwein haben wir gegessen. Wasserschwein haben wir gegessen. Vogel haben wir gegessen. Fisch haben wir
Ich habe noch den Fisch im Inventar. Der ist bestimmt schon schlecht. Hey, der ist schon... Hä? Der ist weg vor allem. Der ist einfach weg. Der Fisch hat sich einfach davon gemacht. Krass. Fisch haben wir aber auch schon gegessen. Es fehlt nur noch Leguan. Freitag ab 11 wird die Spinne gequält. Ja. Meins wurde heute verschickt. Mein Spiel wurde heute verschickt. Könnte zwar sein, dass ich von Sony auch noch eins kriege, aber das glaube ich nicht. Die haben irgendwie nur ganz, geben ganz wenig Kies raus und ich bin zu klein dafür. Da werden die eher größeren das geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Und bevor ich da ewig warte, habe ich es mir selber bestellt. Bin auch zu blöd, da irgendwie den Arsch zu küssen, nur damit ich das Spiel kriege. So, Leute, wo ist denn jetzt hier so ein Leguan? Schlange. Aber siehst du, wir schaffen es immer wieder hochzukommen. Mit der Energie. Im Amazonas ist Regenzeit von Januar bis Juli, Juni. Ja, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Irgendein Update ist kaputt gemacht, keine Ahnung. Weil ich habe ja gar keinen Regen mehr. So, Leguan, wo bist du hin? Leute, wo ist der Leguan hin? Hier sind noch Pfeile, guck mal. Leguan, wo bist du? Ein bisschen Honig essen? Komm, wir essen ein bisschen Honig. Wo war denn immer so ein Leguan? Ich hab das auch schon wieder vergessen. Blutegel. Hast du schon Krötenfleisch, Menschenfleisch gegessen, Jaguarfleisch? Ich habe alles schon gegessen, außer Menschenfleisch und Leguanfleisch. Ich würde jetzt erstmal Leguanfleisch versuchen. Und dann ein Stück Menschenfleisch. Dann haben wir wirklich alles gegessen. Aber ich muss erstmal so einen Kack-Leguan finden. Die sind nämlich ganz schön selten, finde ich. Also nicht so oft. Nicht so oft am Stissel. Die alten Kackis. Ich glaube ja, wenn du volle geistige Gesundheit hast und ein Stückchen Fleisch isst, das macht nichts. Guck mal, hier ist überall noch Wasser drin. Von den alten Regenzeiten, wo es noch geregnet hat. Gibt bei einigen wohl keinen Regen mehr und bei anderen regnet es bei offenem Feuer. Tja. Das ist echt auch hier mal einen großen Stein, sogar zwei, schön am anderen Ende der Welt, weißt du? Bringt mir voll viel. Leguan, wo bist du hin, du alte Klapperkröte? Auf der Suche nach dem legendären Leguan kämpft er sich durch den Dschungel. Über Stock und Stein, nicht zielt ihn auf. Vorbei am Ameisenhaufen. Noch immer kein Leguan in Sicht. Ist noch ein Pfeil, was ist das? Hey. Wachsen die jetzt neuerdings im Wald? Oh. Das ist so laut immer. Vielleicht können wir auch Spinnensuppe machen. Ich nehme die mal mit. Ach ne, Suppe ging ja nicht, weil wir können die nur braten. Halt's Maul!
Was ist ein Capybara? Skorpion habe ich gegessen, Spinne habe ich gegessen. Ich glaube, Piranha haben wir halt noch nicht gegessen. Piranha könnten wir mal noch essen. Ich muss mal gucken, wie ich da noch mal hinkomme. Aber ich glaube, es ist doch da so. Irgendwo, immer dahin, wo es hell ist. Ja, wieder ein Blutekel, natürlich. Ja, doch, habe ich gegessen. Wasserschweine heißen die hier. Fehlt echt nur noch Leguan und Mensch. Und Mannbärschwein. der Mannbärschwein. Hey, ich hab die doch gemacht, die ganze Zeit scharf und die geht wieder hoch. So, warte mal, wenn hier das Ding ist. Dann müsste hier hinten eigentlich. Nee, warte mal, in die Richtung. Ich suche den Piranha. Den großen Fluss. Ja, genau die. Pelz, die Schäferhund großen. Was seht ihr das? So ein Leguan ist ja echt mangelbar. Leguan, wo bist du? So, hier ist wieder das komische. So, hier ging es ja nicht weiter. Da ging es nicht weiter. Hallo Kong Strong. Grüße. Wie geht's dir? Was verschlägt dich hierher? So, weder Lego angefunden, noch Piranhas. Und wieder ein Blutegel, Mann, das gibt's ja gar nicht. Also wie mal in Ruhe lassen, Junge. Hier Kacklager. Aber auch der Jaguar ist auch nicht mehr da, wa? Also hätte ich ja wenigstens jetzt irgendwo mal sehen müssen. Irgendwo hätte er mich doch mal anknurren müssen. Buggy-Geschichte, Leute. Buggy-Geschichte. Aber Early Access. Alles Early Access. Kann ja mal passieren. Man sollte aber nicht. Wir könnten ja auch mal gucken. Ja, wir machen das mal. Wenn wir denn das Wasser endlich mal wiederfinden. Vielleicht ist jetzt schon alles ausgetrocknet. Alles ausgetrocknet, weil es hier kein Dings mehr gibt. So, hier ist auch unsere Bude, oder? Ja. Alles ausgetrocknet, weil es keinen Regen mehr gibt. Das wäre auch voll lustig. Ach, Kacke, wollte ich nicht. Was war das denn? Flup. Wisst ihr, was ich auch nicht verstehe? Hier, ja. Kriegt er mehr Komfort? Der kriegt bei dieser Pritsche mehr Komfort. Pass auf, rechts steht das jetzt. 3. Geistiger Komfort. Also hier.
Geistige Gesundheit plus 3 bei komfortabler Schlafen. Wenn ich hier schlafe, kriegt er nur 2. Ist ganz, ganz tricky. Okay, er hat nicht ausgeschlafen, deswegen wahrscheinlich nichts, aber... Ey, weißt du läufst los und das Erste, was du hast, ist ein Blutekel. Sie wollen, dass ich falle, lele. Sie wollen, dass ich zahle, lele. Wenn ich das schon einmal da hab. Aber das Laggen ist auf jeden Fall weg. Wisst ihr noch, am ersten Tag, da hat es immer so einen Mikro-Ruckler gehabt. Hey, jetzt habe ich lauter große Steine hier. Was ist da los? Voll viele große Steine. Siehst du, man muss nur öfter mal schlafen. Dann spawnen die wieder. Ich hab eine Knarre und Kugeln für euch alle, Lele. Ist eigentlich noch ein Stück Fleisch hier? Oh, verbrannt. Na gut, dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Nicht, 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 nicht. Hast du mal gespeichert? Nö, hab ich nicht. Rechts eine Schlange, links eine Schlange. Es ist echt Risiko. So. Bist du jetzt beruhigt, Melli? Ja, was? Ach so, weil ich so viele Tage hintereinander geschlafen habe, stimmt's? Schon Tag 28, krass. Da kann man seine Tage ja auch künstlich hochballern. Das ist noch ein großer, guck mal. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das Wasser war, ich glaube links. Jetzt habt ihr aber Gefallen am Loot gefunden, wa? Aber dankeschön. Ach man, hier laufe ich wieder falsch. Ich muss zu dem Wasser. Wo war das Wasser? Weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr. Jesse, vielen, vielen Dank für den Loot. Jetzt muss er aber ein bisschen was Kreativeres dahin schreiben, nicht nur Loot. Wieder ein Blutekel, ey. Le. Wasser, wo ist das Wasser? Hier sieht es doch gut aus, hier sieht es nach Wasser aus. Hier sieht es nach Wasser aus. Oder auch nicht, ey. Alles ausgetrocknet. Was ist das denn? Hier ist mein Flugzeug. Wie laufe ich denn die ganze Zeit im Kreis? Was ist das denn? Ich bin doch gerade da rechts rumgelaufen. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Da hängt wieder eins. Ich dachte, man kann das richtig schön aufspießen, aber ging nicht. Wie bin ich da denn jetzt hingekommen? Gut, ich bin dem Fluss gefolgt. Und der Fluss führt nun mal im Kreis. Mal hier, immerhin ist mein Feuer bald fertig. Ich wollte doch in die Richtung da.
Und plötzlich kein Feuer, Lele. Regen. Plötzlich kein Regen, Lele. Ich hab den ganzen. Ja, ich hab den ganzen Wald leer getrunken. Das stimmt. Kann man einfach nicht anders sagen. Ich suche die ganze Zeit Wasser und find's nicht. Ich dachte ja da hinten so, wo das so hell wird. Irgend. Boah. Spinne. Guck mal, wie sie mich angreift. Die ist ganz schön schnell. Nicht. Es trocknet hier alles aus. Der ganze Wald trocknet aus, weil es keinen Regen mehr gibt. Alle Bäume sterben ab. Es regnet hier, oder? Nee. Aber es hört sich so an. Hört sich doch voll nach Regen an. Guck mal, hier geht's doch zum Sumpf. Glaube ich. Aber Lego an sich auch nicht mehr. Alles buggy. Scheiße. So, hier mal Wasser. Schrei mich nicht so an. So, wisst ihr, was wir jetzt hier mal machen können? Hier gibt es auch Fische. Also, bauen. Falle. Wieso kann man das denn hier bitte nicht bauen? Wollen die mich komplett verarschen? Geht es echt nur in diesem Sumpf? Das ist sehr verrückt. Das ist ja richtig verrückt. Hä? Es geht echt nur bei diesem komischen Piranha-Sumpf. Oh, Mann. Mann, ey. Wir können ja hier trotzdem schon mal. Wieso kann ich das nicht auffüllen? Kann ich. So laut. So, wenn ich dem Ding hier folge, achso, dann komme ich aber auch nicht zu dem Sumpf, oder? Doch, ist das hier nicht? Oh, wie viele große Steine hier sind, da brauche ich mich ja nicht wundern. 3 Stück, 4 Stück, 5 Stück. Ich spawn eindeutig an der falschen Stelle. Okay, da sterbe ich. Wollen, dass ich falle, lele. Wollen, dass ich zahle, lele. Ich hab Kugeln für euch alle, lele. Ja, wieso ähnlich geht das? Hier sind überall große Steine, das gibt's gar nicht. Ah, hier ist der. Ah, hab's gefunden. Ich habe gefunden. Wir müssen eben ein paar Nüsse hochkriegen. Trinken und essen. So. Bop. Bop. Und jetzt aufpassen. Da ist eh schon ein Fisch drin. Guck mal. Piranha. Zack. Und jetzt machen wir hier oben mal ein Feuer. Hier ist sogar schon eine Feuerstelle. Bauen. Feuer. Braucht kleine Stöcke.
kaputt. Den kleinen da. So. Ich brauche mich auch gleich wieder. So. Sehr gut. Jetzt me, jetzt Mario. Ich mache ein Feuer. Ich mache ein Feuer. Feuer. Da gibt's lecker Fisch, Leute. Da gibt's Fische, lecker Makrele, nicht? Da gibt's Makrele auf dem Kutter. So, guck mal an. Jetzt gibt's Fisch. Achso, müssen wir das ausnehmen. Sammeln. So, was hat er jetzt gekriegt? Piranha-Fleisch. Siehst du, das haben wir noch nicht gegessen. Liegt jetzt zwar in der Asche, aber ist ja auch egal. Können wir da eine Spinne machen? Guck mal hier. Zack, gibt es noch Spinne dazu. Piranha mit Spinne. Hm, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? So, jetzt wollen wir mal hier noch ein neues bauen. Jetzt wollen wir mal hier noch ein neues bauen. Da kriegen wir nämlich noch ein bisschen Handwerk. So, hier können wir das tatsächlich bauen. Guckt euch das an. Stöcker brauchen wir. Ganz viele Stöcker. Ich sollte mal gucken. Überall große Steine, bei mir da ist nix. Digga, du sollst das nicht aufheben, du sollst das kaputt machen. Hä? Verrückte Mongo. Fisch verbrennt, mein Fisch verbrennt, mein Fisch verbrennt. Hä? Da sind Nüsse. So, Essen. Geistige Gesundheit minus 5. Essen. Geistige Gesundheit plus 5. Komm hier, Schokoriegel, gibt's auch Nüsse. Mmm, lecker. Lecker Nüsse. So, hier mal. Du brauchst halt so viele Stöckchen. So viele Stöckchen. So viele Stöckchen habe ich gar nicht. Und so viele Bäume sind doch hier gar nicht zum Umholzen. Phoenix, vielen Dank fürs Hosten. Dankeschön, sehe ich gerade. Vielen Dank. Monsieur. Das Ding ist, da steht ja, wir sollen Handwerk hochkriegen, um neue Rezepte zu kriegen, ja. Aber bis jetzt konnten wir alles, was wir bauen konnten, nur durch, also nur finden, quasi. Nur durch Finden finden. Ja, der Wille zählt, Diggi, der Wille zählt. Irgendwann sind es auch bei dir mehr. So. Okidoki, dann. Das müsste ja jetzt mal reichen, oder? Gut, ich brauchte 22 oder so. Ah, hat gereicht. Sehr gut.
Aber ich habe kein Handwerk dazu gekriegt. Scheiße. Boah, hier kannst du aber richtig trinken dann. Das heißt, ich bräuchte eine Kokosnuss, damit ich wenigstens eine Schale habe. Trinken. Sammeln. Essen. 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 Stimmt, die haben ja noch schmutziges Wasser drin. So, aber hier kannst du die ganze Zeit zum Fluss rennen und da, weißt schon. So, und unten jetzt eine Schale. Flupp. Jetzt kann man auch mal hier kurz, mit der Quark auch mal wegkommt. Schlaf gut, Diggi. Vielen Dank nochmal. Und herzlich willkommen an deine zwei Zuschauer. So, ein paar Pfeile noch gemacht hier. Die schmeiß mal weg. So. Dankeschön, Diggi. Tex. Fünfter Monat. Geile Sau. Dankeschön, Diggi. Danke, 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 danke. Hype und Liebe. So. So, da haben wir noch nichts drin. Ja, ich würde gerne nochmal Piranha-Fleisch essen. Da haben wir noch ein Piranha, guck mal. Nehmen. Sammeln. Stimmt, wir kriegen auch Fischkreten. Da war ja was. So. Eigentlich könnte man anfangen. Das wäre noch so eine kleine Quest, um das Spiel noch ein bisschen... Leute, was sagt ihr denn? Wollen wir das Spiel noch so ein... Ach was. Guck mal, Maden und dann kommt da wahrscheinlich schneller was. Wollen wir das Spiel noch ein bisschen herauszögern? Oder sagt ihr, warte lieber bis zum nächsten Update? Was sagt ihr? Warum hier so viele Larven? Oder eine Larve? Ich weiß nicht, eine Larve kann man auch einpacken. Da liegt sie. Danke nochmal, Tex, du geile Sau. Was heißt denn ein bisschen? Man könnte zum Beispiel hier jetzt auch noch zum Beispiel so einen kleinen Unterstand bauen oder so, halt wo man speichern kann und so. Weil hier kannst du ja aktuell nur schlafen. So, man könnte jetzt an jeder Station, wo man was gefunden hat... weiß ich noch nicht, Tex. Nee, jetzt kommt erstmal Spider-Man. Also eher schlecht. Die Larve haben wir auch. Die will er ja immer nicht essen, aber machen wir trotzdem. Geistige Gesundheit minus 2. Ja, hier kann man aktuell nicht speichern. Man müsste hier irgendwas bauen, wo man speichern könnte. Hm. Vielleicht so ein Unterstand, aber das Bambus. Dann lass uns hier so ein Hütchen bauen. So ein Hütchen. Halt ganz schön schräg dann. Stöcker. Da kann ich hier wenigstens auch mal speichern. Ich will heute auch nicht zu spät nämlich ins Bett. Die ganzen Tage schon so spät ins Bett.
So. Das war Lumpenoma, falls du dich noch erinnern kannst, hat sich umbenannt. So, langer Stock, dreimal langer Stock. Auf jeden Fall müssen die auch noch Dingsbums machen. Jo, Dings, weißt schon. Dass man was anbauen kann. Schon wieder seine Axt kaputt, aber wir haben Obsidian dabei, das ist super. Obsidian, ein Seil und ein großer Stock. Zack. Kennst du trotzdem nicht? Über Pech. Boah, was ist das denn? Hier fällt alles vom Himmel. Ah! Das wollte ich nicht. Das war so nicht geplant. Was, so ein großer Baum und da ist nur ein langer Stock? Was ist das denn für ein Quark? Mal drei? Richtig dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Mal, der ist voll groß. So, deswegen kippt er auch nicht. Doch, jetzt kippt er um. Da ist trotzdem nur ein langer dabei. Richtig, richtig, richtig dumm. Das muss man sich mal merken. Das heißt eigentlich echt immer nur die schmalen umballern. Mach's gut, Till. Schlaf gut. So, jetzt brauchen wir Palmenblätter und dann sind wir fertig. Dann können wir nämlich hier speichern. Palmen. Da ist eine Palme. Hier ist auch eine Palme. Ey, Axt steigt so oft. Das muss doch schon mal bald auf 100 sein. Das gibt's doch gar nicht. So, kleines Zwischenlager gebaut hier. Jetzt kann ich hier nämlich speichern. Hihi, haha, hoho. So, das Feuer wird wahrscheinlich gleich ausgehen. Ist auch Wasser. Nö, doch nicht. Jetzt hier ein Fisch drin. Tatsächlich. Oh, ein Faunbarsch. Aha. Packen wir mal noch eine Larve rein. Flupp. Oh, hey. Sollst du da schon ins... Kapuff. Jetzt auf einmal nicht mehr. Mal nachgeguckt und das Spiel bzw. die Spiele sind kostenlos. Der Titel ist zwar Englisch, aber es hat eine deutsche Synchro. Okay. Hier ist nichts drin. So, jetzt ist man den... Hey, wo ist der Fisch hin? Da. Herstellen. Nee. Sammeln. Mach's gut, Tex. Schlaf gut. Bäm. Das ist wieder voll. So, jetzt sollten wir mal noch schlafen. So, mal gucken, wie viel. Das gibt, glaube ich, auch drei geistige Gesundheit. Alle mal rechts gucken. Das gibt gar kein komfortabler Schlaf. Krass. Das ist ja crazy. Natürlich ist jetzt mein Feuer aus. Das ist mir aber klar gewesen. Kein Fisch drin.
Dauert dann doch immer ein bisschen, wa? Bis da was drin ist. Da ist auch ein Fisch. Greifen die mich an? Nö. So. Hallo Osnar, Grüße. Okay. Ja gut. Leute, dann speichere ich jetzt nochmal und dann war es das erstmal für heute. Halt nicht schlafen, ich will speichern. Er lässt mich nicht speichern, doch jetzt. Yes. Hallo Saga Kitty, Grüße. Sega meine ich, Sega Kitty, nicht Saga. Aber Saga wäre auch ganz cool. Achso, ist das Fleisch jetzt, das ist wahrscheinlich verbrannt, stimmt's? Gekocht. Ha, Glück gehabt. Geistige Gesundheit plus 1. Jetzt wird echt nur noch der Leguan dann. Frosch haben wir, der war gerade schon wieder einer. Machen wir beim nächsten Mal nochmal. Speichern.